Der Erne und es geht los. Es geht los. Mega Man gegen Lavis. Best of three. Alles klar. Und Kolja mit dem MM Euro Tag. Ja, der hat ja heute irgendwie ausgepackt in Friendlies und jetzt fährt ihn einfach in jedem Set. Was ist hier? Okay. Ganz billig. Ja, Kolja startet mit einem kleinen Riesen. Weiß, das sollte der Mega Man sagen. Ja. Mega Man startet mit einem genau. Baut die Prozente auf. Ja. Mega Man heute sehr, sehr patient unterwegs. Manchmal ein bisschen zu patient, dann verpasst er ein paar einfache Punishes. Ja. Lässt sich total Zeit, aber. Ach, das ist ein cleaner Stock schon mal. 0,9%, so eine Bullet von Bio hat er bisher getaken. Ja. Er hat die Lead, aber Bio kann diesen Damage halt zurückholen und Jab Backe. Das killt noch okay. nicht. Aber alles gut, ruhig bleiben, weitermachen. Oh! Hätte er vielleicht in der Forward Air kommen kann, aber. Patient. Er muss da vielleicht aufpassen. Also, Bios macht sehr gerne Zeit von der Legend, wenn er da einfach rumsteht. Der Plattform, er hatte den Plattform Check Chase, er ist nicht dafür gegangen. Okay. Mit der Armsmusik. Oh, und da kommt die Side-B. Wie viel Damage? Oh, okay, 40 schon mal. Netz-Reputation. Schön. Jetzt muss er halt irgendwie aus diesem Disadvantage kommen. Schafft es. Fall Throw. Jetzt ist halt immer das Ding. Er kriegt die Kills halt nie. Jab mit Bad to Bad. Das muss es sein. Na, ah, Bayo. 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 Oh, oh nein. Nein, das. Oh, okay. Schön. Okay, okay. Kolja lacht. Alles nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Megamon lacht. Okay. Wie viel Damage kriegt ihr auf dem zweiten Stock? Ja, Larius kommt gerade noch nicht so ganz rein. Vielleicht spielt er auch ein bisschen in der Realität mit Top 8 und Stream noch. Ja, auf jeden Fall. Okay, er spielt das wirklich gut. Oh. Spielzug bleibt sehr grounded. Dasht rein, dasht raus, baited moves. Das sieht gut aus. Das war ein schöner Combo-Versuch von Larius. Hat es nicht ganz so bekommen. Aber er sieht auf jeden Fall, er bekommt auf jeden Fall deutlich mehr Handy als ganz am Anfang vom Match. Da war es ein bisschen ruckelig. Okay. Mega Man meinte selber, dass sein größtes Ziel in Offline-Smash war, in so einem Mid-Top 8 zu kommen und er kriegt den F-Smash Reap. Okay. Holy shit. Jetzt hat er die Chance, das ist die Chance, auf jeden Fall. Oh, und nein, der SD, und okay. Larius hat auf jeden Fall noch eine Chance zurückzukommen. Bayo. Hat ihn jetzt in der Ecke. Ja, er ist ein bisschen sehr vorsichtig. Er hat halt sehr viel Respekt vor Roy, aber okay. Kriegt den Edge Guard. Ich wollte gerade sagen, Bayos Back Air. Die Hitbox gerade war wieder crazy. Ich denke, wenn Larius muss noch ein bisschen reinkommen, aber das war ein guter Try mit dem Reed. Kriegt den nicht ganz, hat sich ein bisschen mistimed. Wieder an der Ledge. Oh, jetzt mit der Abli. Mega möchte natürlich diese Nähe bekommen, jetzt auch diese Early Percent Swings zu bekommen. Ja, kriegt sie nicht nach vorne. Kein Punish auf die Abli. Okay. Oh, da war auch ein Punch gefehlt. Ja, die beiden kriegen manchmal so ein paar Punches, weil die ein bisschen Angst voneinander haben, habe ich das Gefühl. Nervosität, wie du gerade gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Für Top 8. Wenn er spielt gegen Sketty oder SDN. Eventuell halt ein Rematch. Ich denke, es ist eher SDN. Ja, der Snake Master, ne? Also zumindest spielen wir nicht für Top 8 Qualifier gegen genau. SDN. Ja, ja, das wäre crazy, oh mein Gott. Ja, Larius kriegt gerade ein bisschen die Prozente. Wenn er jetzt gleich bald den Stock holt, dann könnte es doch actually sehr, sehr durable sein. Okay, nimmt hier sehr viel Tempo raus. Ist einfach ein bisschen am Chillen mit der Side-B. Vortor wieder. Macht das Setup. Er macht das nicht. Er bleibt sehr, sehr grounded. Lässt sich nicht von Bayo in der Luft irgendwie catchen. Oh, der Overshoot. Oh, oh. Da war die Side-B. Aber Kolja. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das Game 1. Cleanes Game von Mega Man. Damn. Clean gespielt. Ja, Mega Man meinte, er hat mal in DSDT schon mal gegen Larius gespielt. Vielleicht konnte er da schon das ein oder andere Habit mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, Matchup-technisch, das spielt er super gut aus gegen Bayo. Ja. Jetzt muss Larius eine Antwort finden. Ne? Wie catcht er den schnellen Roy grounded mit Bayo? Hat er ein Secondary? Larius, ich glaube nicht. Gut, bin sicher. Okay. Nee, aber es lief ja auch nicht so komplett schlecht. Es war nur am Anfang vom Match, hat er halt fast einen Zero-Dev kassiert. Und dann lief das ja eigentlich recht okay. Mal sehen, ob er jetzt ein bisschen mehr reinkommt. Okay. Und wir gehen auf Yoshis. Okay. Das ist Wildcard Pick gegen Bayo. Ich glaube, das ist eine gute Stage für Bayo. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Auf the top. Auf the top kills, halt Digga. Und dann kann sie noch so an der Wand stallen. Ja, also ich würde fast sagen, ich würde das vielleicht bannen. Ja. Also, naja. Ja, ich weiß nicht, was Kolja gebannt hat. Safe ist da wieder so ein PS2-Hater gewesen. Ja, natürlich. Oh, wartet auf den Air Dodge, aber kriegt den nicht ganz. Oh, Down Air mitgeteilt. Guck mal, sieht er jetzt schon mal sehr viel mehr Eden aus als im letzten Game. Auch wenn es erst die ersten paar Sekunden waren. Oh,
kriegt die Combo nicht so ganz. Aber die langen Combos fehlen mir so ein bisschen bei Bayo noch. Für ja. diesen Damage-Output, dass sie dann direkt für den Kill gehen kann. Jetzt ist sie halt in diesem konstanten Neutral hin und her gefangen. Die chillt, Larius chillt halt mal die ganze Zeit auf Stage. Ja. Manchmal, wenn Mega Man zu comfortable wird mit Downkill, dann kann er einfach nach oben jumpen mit einer Abwehr oder sowas. Ja, aber das von Larius gefällt mir schon mal viel besser. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr. Aber man muss halt aufpassen vor sowas, vor so Sidebeats oder so mit Roy, weil die können halt extrem früh killen oder so Jab Back, ja. Speaking of. Mhm. Ja, und dieser Down-Tilt und dieses Tech-Chase-Szenario, der Forward-Throw eventuell, da kann man eventuell den Jump danach catchen. Okay. Natürlich. Oh, oh, oh. Also, okay, interessant mit dem Wall-Jump. Die Upper killt jetzt auch immer. Mhm. Ja, Roy kann hier natürlich auch killen, ne? Also, ja. Das ist wirklich... Der kann überall killen. Ja, ja, aber schön. Vor allem mit Jab Back, ja. Klassiker. Okay. Kriegt da noch nicht so ganz was raus. Ja, da war halt dieses Patient. Ich habe halt auf dem Aerial gewartet, aber das kam nicht. Also Larius ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr gerne. Oh! Mit dem F-Smash, damn, das, okay. das war clean. Das war ein Setup. Jab, Jab, F-Smash. Okay, nimmt der krass. Einfach, wieder back irgendwie. Genau. Jetzt noch eine. Ah, er hat aufs Ab. So den Kill zu finden, ist natürlich. Center Stage? Das ist krass. Wieder im Neutral. Beide einfach am Abschilden. Eine Bayo kommt, das Ding ist even. Schöner Parry. Larius nutzt die Plattform sehr gut, ne? Hat gemerkt, ja. Er spielt sehr grounded, ne? Er nutzt die Plattform, geht ihm aus dem Weg, wartet auf seine Gelegenheit. Ja, die sitzen echt viel vom, mit dem Shield voreinander. Ja. Voll, echt die guten Raps, Bats within. Oh, camping. Oh nein. Oh, kommt er raus, Bayo geht tief. Wieder Lash Drive, die Back Air. Gefährlich. Wird aber noch nicht killen. Und schön aggressiv, das der ist Overshoot, okay. Der Bracket Stock, maybe, von Larius. Und kriegt sogar den Read mit der Roll, aber hat nicht so ganz was draus gemacht. Spät. Wie viel Damage kriegt Mega Man auf diesem Stock? Kann Larius hier wieder einen Early Kill finden? Das wäre so huge. Was Larius eigentlich ganz gerne macht, ist nach einer Side wie so eine Downbe oder sowas, um das halt, um irgendwelche, Aerials zu punchen, aber Kolder gibt ihm diese Aerials nicht. Ja. Er gibt sie einfach nicht. Oh, okay. Das war eine Up, glaube ich. Das ist ja Damage. Ja, killt dann auf jeden Fall. Er wartet ab. Okay, interessant. Ja, aber das hätte auch nicht gekillt. Das war ja. eigentlich ganz schlau, aber jetzt vielleicht. Das ist der. Nicht der. Nicht mal annähernd. Ja, jetzt kommt der Forward Throw. Oder der Jab oder. Ja. Der Berker, jetzt killt halt schon jetzt hat Bayo etwas viel. Mehr. Irgendwann killt Down Throw auf Yoshis. Oh, er kriegt die. Also guck mal, schon mal 50% und jetzt ist auf der Range. Also tatsächlich. Was ist die Down her? Okay. Kolder setzt sich nochmal gerade hin. 43. Wie ein Löwe setzt er sich hin. Genau, Larius deutlich besser im Game drin. Jetzt geht's um alles. Oh, so eine Tech Chase auf dieser großen Yoshis-Plattform. Oh, so ein Jab. So ein paar Prozente mehr und dann eine Sidebeat. Ich glaube, eine Sidebeat. Digga, er macht Neutral Beat. Oh, ja. Jetzt. Wie viel Damage? Larius kriegt den Damage, jetzt ist er offstage. Daraus könnte er vielleicht was machen. Ah, macht er nicht so ganz. Gibt Stage Control auf. Parry. F-Tilt. Oh. Jetpack F-Tilt. Alles killt jetzt, alles. Ja. Side B. Vielleicht ein Down-Hit. Vielleicht geht er für Down-Hit Side B. Es ist Kolja. Er wollte die Side B covern, macht es nicht so ganz. Oh, was macht. Oh. Der Up-Smash. 81. Schöner Up-Smash. Kein Punish auf den Erdosh. Oh. Was macht der Digga? Oh, das F-Tilt. F-Tilt. Das ist es. F-Tilt. Die Crowd bricht in das Jubel ist aus. Es. Die ganze, okay. Die ganze Crowd hat gerade ihre T-Shirts ausgezogen für Kolja. Mit dem MV-Logo drauf. Holy oh mein shit. Gott. Schön. Okay. Da Funk wirft hier Stühle durch die Venue. Digga, was macht er? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kolja. Crazy.